Einst stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitten in der Nacht im Gebet, so dass seine Füße geschwollen waren. Es wird uns sogar überliefert, dass die Füße des Propheten rissig wurden. Seine Füße hatten Risse, die Haut hat sich aufgerissen, weil sie so lange standen. Das fühlen wir manchmal, wenn wir zu lange arbeiten, wenn wir zu viel spazieren gehen in der Stadt für unseren Spaß. Wenn wir zu lange draußen sind, denken wir so, oh, meine Füße tun mir weh. Manchmal haben wir dieses Gefühl in Tarawih, dieses Gefühl, wenn wir zum Tarawih stehen, sagen, ich kann nicht mehr, meine Knie, meine Füße tun mir weh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand jede Nacht auf. So, dass seine Füße schon wehtaten und geschwollen waren und rissig waren. Es wird uns sogar überliefert, dass die Brust des Propheten sallallahu alaihi wasallam nass war von Tränen, die vergossen waren. Sein Bart war sogar nass. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte einen langen Bart. Die Sahaba sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor uns gebetet hat, haben wir ihn von hinten angeschaut und sein Bart von den Seiten war am Wippen. Wir konnten sein Bart von der Seite sehen. Und sein Bart wurde nass, seine Brust wurde nass. Es wird sogar überliefert, dass der Ort, wo er stand, nass war, wenn er weinte, wenn er viel weinte. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstanden hat, dass diese Dunya nichts ist. Er hat verstanden, dass wir einen Herrn über uns haben, der belohnt, bestraft, glücklich oder traurig sein lässt, weinen oder lachen lässt. Und als er fertig war, fragte Aisha, ja Rasulullah, Allah hat dir doch schon alles vergeben. Die Sünden, die du gemacht hast, die Sünden, die du machen willst, jeden Fehler, du bist ein Gesandter Allahs, für dich ist Firdaus al-A'la. Warum betest du so viel? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen? Sagte er nicht, ja Aisha, afala akuna abdan shakura? Soll ich denn nicht etwa ein dankbarer Diener sein, ja Aisha? Es geht doch nicht immer darum, dass ich etwas will von Allah. Es geht einfach nur darum, damit Allah sieht, dass ich dankbar bin gegenüber ihm für all das, was er mir gegeben hat. Diese Zufriedenheit. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Reichtum ist nicht das, was Allah den Menschen auf der Erde gibt. Reichtum ist das, was er ihnen in den Herzen herabsendet. Soll ich nicht dankbar sein? Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, Wallahi, Wallahi, Thumma Wallahi, es wird einen Tag geben, wo du dir gewünscht hättest, du hättest lieber den Koran gelesen, anstatt die Kommentare auf dem Handy. Aber du hast dich für die Kommentare entschieden. Wallahi, ihr werdet euch wünschen, es wird ein Tag kommen, wo ich wünschen werdet, ihr hättet lieber gefastet, als zu essen. Aber ihr habt euch für das Essen entschieden. Ihr hättet lieber gebetet, als zu schlafen, aber ihr habt euch für das Schlafen entschieden. Ihr hättet lieber gute Taten gemacht, anstatt Sünden, aber ihr habt euch für die Sünden entschieden. Seid Allah dankbar, dass ihr Muslime seid. Seid Allah dankbar, dass ihr alles habt. Euch hindert nichts. Euch hindert nichts an der Anbetung gegenüber Allah. Eine Arbeit, eine Schule, eine Sünde, nichts kann dich von dem Gebet Allahs abhalten. Wollt ihr wissen, eine Sache aber hält dich von dem Gebet Allahs ab. Wollt ihr wissen, welche Sache das ist? Das ist der Tod, Al-Maut. Wenn du gestorben bist, dann kannst du nicht mehr beten. Wartet nicht bis zu diesem Tag. Was sagt Allah? Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt, bis der Tod kommt. Lass dich nicht ablenken von Sünden, von Freunden, von Menschen, von Arbeit. Alles ist ersetzbar. Wallah, ihr redet ein Bruder mit Erfahrung. Alles ist ersetzbar. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Nur eine Sache wird dich vom Gebet abhalten. Und das ist der Tod. Und der wird gewiss kommen. Jeder von uns. Jede Seele wird den Tod kosten. Auch du und ich. Der andere früher, der andere älter. Der andere krank, der andere gesund. Der andere im Unfall, der andere beim Essen. Der andere beim Schlafen, der andere beim Gehen, der andere beim Arbeiten. Jeder wird sterben. Möge Allah uns aufrichtig machen und gut machen. Möge Allah uns als Betende leben lassen und als Betende zu sich nehmen. Möge Allah uns stets mit den Worten La ilaha illallah Muhammad Rasulullah leben und sterben lassen und befolgen bis zum letzten Atemzug. Assalamu alaikum.